die halt ein Starkstromkabel zum Beispiel damals einfach übers Grundstück gelegt hatten und ich das versehentlich gesenzt habe. Und dann gab es da auch wieder Probleme, obwohl sie das hätten nicht machen dürfen. Dächer, da durfte ich dann mit einem Hochdruckreiniger und gesichert mit einem Seil da für mehrere Stunden über mehrere Wochen die Dächer sauber machen. War ziemlich heiß, meine Haut war auch immer wieder rot, war auch sehr anstrengend und ich war der Typ, der zwar zur letzten Generation gehört, aber sich nicht auf die Straße klebt, sondern was ganz anderes macht, nämlich hier gut Obst und Gemüse anbauen, damit wirklich jeder was hat. Der Traum vom eigenen Hektar, das Streben nach Selbstversorgung, das Anbauen von seinem eigenen Obst und Gemüse, das Halten von Tieren, die dich bedingungslos lieben und folgen, hier etwas mit Gleichgesinnten aufbauen und im Einklang mit der Natur leben. Ein minimalistisches, einfaches Leben. Das ist doch das Leben und hört sich auch wirklich erstklassig an. Und das haben auch sehr viele Menschen im Kopf, wenn sie von Selbstversorgung oder auch Autarkie hören. So diese Romanze, die sich da in diesem Kopfkino abspielt, wie schön es doch sein kann. Diese romantischen Bilder könnten von einem Disney-Film kommen. Vielleicht haben auch einige Leute das von Filmen abgeschaut und denken sich, ist wirklich ein schönes Leben. Aber jetzt kommen wir mal zur Wirklichkeit, weil das wird immer sehr nebensächlich gezeigt. Und zwar zur Wirklichkeit, wie hart es denn in der Realität ist, wenn man sich auf so ein Leben einstellt in Form von Selbstversorgung, sein eigenes Obst und Gemüse anbauen, einen Hof halten, eigene Tiere und so weiter. Natürlich für die Glaubwürdigkeit werde ich hier von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, was ich denn alles so machen musste in den Anfangszeiten von meiner Permakultur. Und vielleicht werden es mir manche nicht glauben, weil es dann doch ein bisschen abgefahrener ist, aber egal, ich werde es euch trotzdem erzählen. Kurz vorneweg für Menschen, die mich jetzt noch nicht so lange verfolgen, als ich mit meinem Permakulturprojekt vor 6 Jahren anfing, hatte ich noch eine zusätzliche Fläche, 1000 Quadratmeter, und die wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt, weil damals, das war ein Neubaugebiet, da hat sich jemand ein Grundstück gekauft und der hat dann nicht sofort gebaut. Und dann ist er zu mir hergekommen und hat gesagt, er findet super, was ich mache, und hat mir dann die Fläche zur Verfügung gegeben. Für eine unbestimmte Zeit durfte ich halt dort Obst und Gemüse anbauen, habe da auch zunächst den Folientunnel, den ich jetzt hier bei meinen Eltern habe, dorthin stellen. Die Fläche habe ich wie ein Acker bewirtschaftet. Das Einzige, was da drauf war, war dieser Bewegfolientunnel, wo ich keine Genehmigung bräuchte. Sonst habe ich einfach im Freiland Beete angelegt. Da war kein Gartenschuppen, kein Gartenhäuschen, kein Brunnen. Die einzige Wasserquelle war da nebenbei so ein kleiner Bach, der da durchgeflossen ist. Und das ist die erste Aufgabe, die ich die ersten beiden Jahre gemacht habe, weil halt ein Folientunnel Bewässerung braucht und ich hatte kein Bewässerungssystem, keinen Brunnen, und ich durfte von der Gemeinde aus damals mit einer Gießkanne aus diesem fließenden Bach, weil da immer wieder Wasser nachgekommen ist, Wasser abschöpfen und einen Kanister umfüllen. Insgesamt habe ich 3 Kanister zusammen 70 Liter in einem Schubkarren dann zu meiner Fläche gebracht. Das war eine kleine Steigung, die ich hochgehen musste. Und dann war ich am Anfang dieser Fläche, wo ich dann das alles in ein Fass gefüllt habe. Und dann, weil das Fass ein bisschen höher stand, konnte dann das Wasser durch den Druck einfach in den Tunnel reinfließen. Das habe ich ungefähr einen ganzen Tag gebraucht eigentlich, also 6 bis 8 Stunden, um den ganzen Tunnel zu bewässern. Und weil es halt damals so heiß war und der Boden noch nicht ganz so optimal war, habe ich das auch alle 2 Wochen machen müssen, damit die Tomaten wunderbar produzieren können. Hinzuzufügen war, dass ich in meiner Anfangszeit, weil ich da Probleme hatte mit der Rohkostumstellung, war ich halt sehr dünn, habe da ungefähr 50 Kilo gewogen, war noch nicht annähernd so stark wie heute jetzt zum Beispiel, habe mir das alles durch jahreslange Training aufgebaut, und das waren halt wirklich so Zeiten, wo ich mir dachte, da hatte ich auch wirklich gar keine Lust, an manchen Tagen in der Hitze da rumstehen, ganze Zeit Wasser schleppen. Manchmal sind mir auch die ganzen Kanister rausgeflogen und auch die Schubkarre, weil nach 3 Stunden verliert man auch dann die Kraft, vor allem in dem Zustand, wie ich war. Habe mich dann trotzdem immer wieder durchgekämpft, Zähne zusammengebissen und immer weitergemacht. Und das war halt dann wirklich so eine prägende Einstellung für mich oder eine Arbeit, wo ich sage, das wünscht man sich halt wirklich nicht. Das ist eine anstrengende Arbeit. Da gab es dann wirklich Momente, wo ich überhaupt keinen Bock hatte, auch manchmal Schmerzen und auch Muskelkater, aber ich musste dann das trotzdem machen, weil sonst mehr die Pflanzen eingehen. Wollte ich auch hinschmeißen, habe mir dann das dann so überlegt, gut, wenn ich jetzt hinschmeiße, dann bin ich ein ganzer Heuchler, auch von meinem Vater, weil ich ihm dann gesagt habe, ich möchte es unbedingt machen, und nach einem halben Jahr gebe ich dann wegen sowas auf, beziehungsweise einfach aus Respekt vor meinem Vater gegenüber. Mein Vater hat dann auch die Idee, mit der Pumpe das Wasser rauszuholen, damit es schneller geht. Probleme dabei, wir würden dann viel schneller das Wasser rauspumpen, als es nachkommen würde. Das war nicht erlaubt, weil dann sonst die kleinen Lebewesen da verrecken, und
Das wollte dann auch die Gemeinde nicht. Deswegen einfach mit der Hand das alles abschöpfen. Das war erlaubt. Die nächste undankbare Knochenarbeit, die wahrscheinlich bei uns heute überhaupt keiner mehr machen würde, war das neue Beete anlegen. Und da musste ich so ein 50-50 machen. Also ich hatte nicht genug Kartonen mit Komposterde vom Nachbarn, um halt hier No-Dig-Beete anzulegen. Das wäre die etwas einfache Methode gewesen. Da musste ich aber auch monatelang zum Beispiel mal die Erde mit dem Schubkarren hin und her schippen. Und das war im Herbst und im Winter. Da habe ich auch durchgearbeitet, auch im Regen und im Schnee. Alles durchgemacht. Wie hier nochmal erwähnt, da habe ich noch so ungefähr 50, 52 Kilo gewogen. Und die andere Methode war ganz klassisch das Umgraben. Das habe ich unten gemacht, die Grasnarbe rausstechen, ein bisschen auflockern, weil da so viel Gras und Queke und Ackerwinde war. Hier bei meinen Eltern habe ich das auch gemacht und hier auch über den Winter hinweg zu Weihnachten, zum Teil auch wenn es nicht gefrostet hat, wenn es geregnet hat im Frühjahr, also wirklich zu jeder Zeit, wo ich es möglich hatte, egal wie das Wetter war, ob es neblig war, auch zum Teil, wo es schon dunkel war, habe ich mit einer Stirnlampe da gearbeitet und wirklich drauf gepicht, dass halt die Beete fertig werden, damit ich halt hier rechtzeitig pflanzen kann, weil ich mache das hier auch alles erwerbstätig, das heißt, muss ein bisschen dranbleiben, so ein bisschen Zug auch, damit halt hier so effizient wie möglich halt auch arbeiten kannst und dann pflanzen kannst, damit du dort auch zum Beispiel dein erstes Gemüse früh ernten kannst und dann auch was verkaufen kannst. Jedenfalls hatte ich jetzt hier zum Beispiel keine Geräte, weil ich sie mir nicht leisten konnte. Das heißt, ich hatte keine Fräse in irgendwelcher Form. Ich musste wirklich alles mit der Hand machen. Also, so im Nachhinein hätte ich bestimmt jemanden gefunden, der für mich die Fläche hätte fräsen können oder ich hätte mir vielleicht eine Fräse ausleihen können. Aber wie gesagt, wenn du komplett broke bist und dann bisschen zu dünn für die Gesellschaft ausschaust mit einer anderen Sichtweise und sowas, schauen dich Leute schon ein bisschen komisch an und ich war damals noch nicht so ganz gefestigt wie heute, war mir ein bisschen unangenehm. Von daher habe ich das dann auch als Trainingseinheit genutzt und da bin ich auch selber schuld, aber nichtsdestotrotz, wenn man nicht die Möglichkeiten hat für eine Fräse oder sonst irgendwelche Sachen und man dann selbst Hand anlegen muss, gut, das kann in einigen Regionen dieser Welt schon passieren, dass man das dann auch machen muss. Eine weitere kraftzehrende und zeitintensive Herausforderung ist das Beschaffen von organischem Material oder auch zusätzlicher Erde. Das Auto von meinem Vater hatte keine Hängerkuppel und das heißt, dass ich hier jetzt zum Beispiel organisches Material oder auch hier ein bisschen mehr Erde nicht in einen Anhänger hätte transportieren können. Was habe ich gemacht? Improvisiert natürlich, habe hier einfach Gartensäcke oder einfach Erdsäcke genommen und hier die Erde reingefüllt, beziehungsweise auch in den Gartensäcken das organische Material und hat dort meine Hügelbeete aufgebaut und dann Kompost aufgebaut, bisschen die Erde aufgebessert und solche Sachen hat damit gemacht oder auch hier zusätzliche Erde, um No-Dig-Beete mit anzulegen. Und auch bei diesem Graben war ich stundenlang beschäftigt, einmal sogar auch bis mitten in die Nacht, weil das Zeug einfach hätte weg müssen, weil ich sonst hätte Probleme mit meinem Vater oder auch mit der Gemeinde bekommen. Und das war dann auch sehr prägend, wo ich dann auch wirklich fast beim Graben eingeschlafen wäre in der Nacht und einfach dann, wo es dann fertig war, in mein Bett gefallen bin. Eigentliche Herausforderung war auch die Motivation. Ich meine, das war körperliche Anstrengung. Manchmal hatte ich auch wirkliche Gelenkschmerzen oder Probleme, Muskelkater, überhaupt gar keinen Bock, immer wieder Tag ein, Tag aus, für mehrere Wochen immer wieder das Gleiche zu machen. War auch irgendwann viel zu monoton. Da war man auch mal froh, wenn es mal vorbei war. Und sich da immer wieder aufzurappen, okay, gut, es ist für einen höheren Zweck. Es hilft mir meinem Projekt, mehr Ernte, hilft dir auch, eine Persönlichkeit zu entwickeln, Disziplin zu zeigen, auch deinen Körper weiter aufzubauen. Es hat halt hier mehrere positive Aspekte, die dann auch überwogen haben, weiterzumachen. Also nicht nur kurzfristig gedacht, ich habe keine Lust, keinen Bock drauf, sondern das Langfristige gesehen, es wird sich schon auszahlen. Nach gut 2,5 Jahren musste ich dann die Fläche verlassen, musste auch dann dementsprechend einen Folientunnel abbauen. Das war dann zu Saisonende im Dezember und das war dann wieder ein etwas stärkerer Winter, nicht so die milden Winde, wie wir es letztes Mal hatten, sondern halt doch mit ein bisschen stärkeren Minustemperaturen und auch mit Regen und auch Schnee. Und da habe ich dann mit meinem Vater den Folientunnel abgebaut und ich hatte halt Schuhe und auch Stiefel, die Löcher hatten. Das heißt, meine Schuhe sind relativ schnell nass geworden und ich hatte auch keine richtigen Arbeitshandschuhe, die jetzt auch winterfest waren. Das waren nur so Stoffhandschuhe und die sind dann halt schnell nass geworden, weil die Folie auch eingegraben war mit dem Wasser. Dann hat es halt dementsprechend hier die Probleme. Meine Hände sind sofort nass geworden, meine Füße auch und nach ungefähr 1 bis 1,5 Stunden waren meine Hände wirklich kalt. Mein Gesicht auch vollkommen blass, war vollkommen zerfroren, weil auch ein kalter Wind gegangen ist. Und dabei für meinen Vater jetzt nicht so eine grandiose Hilfe, aber dann trotzdem durchgezogen über die 2-3 Stunden hinweg und war
am Nachmittag, wo wir nach Hause gekommen sind, ziemlich fertig auch. Habe mich dann aufgewärmt, wenn ich halt weiter Sport gemacht habe. Aber das war für mich auch sehr prägend, was es halt einfach bedeutet, was Kälte auch wirklich ist. Und wie wichtig es auch ist, sich abzuhärten, weil jetzt in der jetzigen Zeit ist für mich wahrscheinlich gar kein Problem mehr. Hat auch hier seine positiven Sachen, wie ich dann noch sagen muss, dass halt diese Kälte auch meinen Körper ein bisschen stärker gemacht hat. Aber einfach nur dieses, da ist man auch zum Beispiel auch sehr dankbar, wenn man halt jetzt eine warme Wohnung hat, weil wenn es da mal wirklich kühl ist, dann merkst du einfach, wie anstrengend das auch ist und wie nervezehrend. Und da ist man wirklich für jeden Tag dankbar. Wir gehen von einer unangenehmen Kälte zu einer unangenehmen Hitze. Zwar war es halt auch so, dass ich mit der Gemeinde geredet habe und die Gemeindemitarbeiter, die sich halt um die Gemeindefläche kümmern, die mähen ja auch immer wieder ihre Wiesen, haben da hier organisches Material. Und da habe ich ihnen halt gesagt, bringt mir doch mal organisches Material, auch Holzreste und alles mögliche, bringt es mir doch an die Fläche vorbei. Gesagt, getan, habe hier leider nicht gesagt, wie viel ich denn brauche. Und haben die mir 2 Anhänger voll von ihrem Mäher da einfach aufgeladen und das war ein gut Meter hoher Grashaufen, der auch gut 3-4 Meter breit war, wo du denkst so, verdammt, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich den Rasenschnitt irgendwie gut ausgebreitet bekomme, weil wenn das anfängt zu schimmeln, dann fängt es auch an zu stinken und dann habe ich ein Problem mit meinen Nachbarn und dann gibt es Beschwerden, was dann wieder auf mich zurückkommt, beziehungsweise auf dem, den das Grundstück gehörte, und auf die Ärgernisse hatte ich überhaupt keine Lust. Vor allem, weil ich in der Zeitpunkt auch andere Probleme hatte mit den Nachbarn, weil die halt ein Starkstromkabel zum Beispiel damals einfach übers Grundstück gelegt haben und ich das versehentlich gesenzt habe. Und dann gab es da auch wieder Probleme, obwohl sie das hätten nicht machen dürfen. Aber es ist eine andere Geschichte, vielleicht mal für ein anderes Video. Jedenfalls war es ja das Problem, ist halt recht schnell heiß geworden. Ich habe versucht, die Fläche mit dem Rechen so schnell wie möglich einfach über 1 Stunde oder 2 Stunden habe ich da gebraucht, zu verteilen. Und das ist halt richtig heiß geworden, habe ich mir auch ein paar Mal auch verbrannt, weil ich auch da wieder keine Handschuhe hatte. Auch wieder so ein Fehler, weil es halt 60, 70 Grad wäre. Und wenn ihr halt die Grasschnitt von der Gemeinde bekommt, die fahren das an eure Gutstelle, schaut, dass ihr es halt recht schnell verarbeitet und vielleicht auch eine Mengenangabe gibt oder denen auch genau sagt, dass ihr es vielleicht ein bisschen weiter verteilen müssen. Und noch eine kleine Geschichte bei meinem Aufenthalt in Costa Rica, bei der kleinen Kaffeefarm. Da durfte ich dann die letzten Woche die Dächer sauber machen, aufgrund der ganzen Asche, die von dem Vulkan gekommen ist und die sich da bei diesem Wellendächer abgelegt hat. Das waren so weiße Dächer. Da durfte ich dann mit einem Hochdruckreiniger und gesichert mit einem Seil dafür mehrere Stunden über mehrere Wochen die Dächer sauber machen. War ziemlich heiß, meine Haut war auch immer wieder rot, war auch sehr anstrengend und ich war so ziemlich der Einzige, der das machen durfte. Man kann sich glücklich schätzen, dass man in Deutschland dann doch etwas strikteren Arbeitsschutz hat, den man dann schon versucht zu befolgen. Ich habe auch viele Sachen auch bewusst so anstrengend gemacht, um halt mich selbst zu stehlen und auch zu trainieren. Andere Sachen hatten aufgrund von finanziellen Problemen nicht ganz hingehauen, dass es dann deshalb umso schwieriger geworden ist. Und es soll einfach nur auch an die Leute gehen, dieses Video, die halt meinen, alles so romantisch zu sehen, dass eine selbstversorgende Permakultur, eine Gärtnerei so wunderbar und so wunderschön ist, alles Harmonie und es läuft und man gärtnert und alles ist schön, ruhig, entspannt und sowas. So ist es leider nicht. Das ist halt wirklich ein Knochenjob. Selbstversorgung, Permakultur, Gärtnerei, das ist dann wirklich nicht mehr zu spaßen. Da muss man auch viele Opfer bereit sein zu machen. Vor allem, wenn man dann noch in die Tierhaltung geht, da musst du immer irgendjemanden haben, der da ist, der schaut, dass das Tier nicht gerissen wird von irgendwelchen Räubern, dass alles optimal läuft, dass die gesund sind, die müssen gefüttert werden, die müssen rausgebracht werden. Wenn du mal weg möchtest, musst du halt immer irgendjemanden finden, der auch da ist. Das muss man auch alles mit berücksichtigen. Und da bist du dann einfach örtlich gebunden. Da hast du halt einfach keine Feiertage mehr. Dann bist du auch mal 10 bis 12 Stunden aktiv im Garten, weil du halt die Sachen machen musst. Jetzt zum Beispiel bei der Hitzeperiode musst du halt immer schauen, okay, Schädlinge musst du gucken, dann musst du schauen, dass die Pflanzen Wasser haben, dann muss ich noch ernten, muss das noch irgendwie den Kunden geben. Wenn du mal kein Geld hast für irgendwelche Geräte, gut, dann musst du halt Hand anlegen und dann die anstrengende Variante halt auch machen, wenn es nicht anders geht. Du bist halt sehr flexibel, bist abhängig vom Wetter, musst mal Arbeiten machen, die du eigentlich machen wolltest, aber wegen Wetter geht's nicht, musst du umschichten, musst halt die Aufgabe dann später machen. Du bist halt frei in deinen Aufgaben, aber Sachen müssen halt gemacht werden, musst halt flexibel sein, das gehört auch alles mit dazu. Und das ist halt dann nicht so romantisch, wie sich das manche vorstellen. Ja, ich mache jetzt einfach mal Selbstversorgung, baue mein eigenes Obst und Gemüse an, ist alles schön und gut. Es ist wirklich schön, sein eigenes Obst und Gemüse anzubauen, aber es ist halt dennoch
eine ziemliche Knochenarbeit und viele sind sich das halt auch nicht bewusst. Und dann kommt da das große Erwachen, oh, ist doch nicht so schön, dann hören viele auf, weil dann Schnecken alles wegfressen und so weiter. Gibt da genug Geschichten und es ist halt nicht für jedermann so ein Leben in Eigenverantwortung und Selbstverantwortung, was halt auch sehr anstrengend sein kann. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlich bei euch bedanken, für die Leute, die auch meine Videos schauen, so mir auch Kritik zukommen lassen, damit ich hier auch weiter wachsen kann und ich auch euch bessere Videos liefern kann und auch im Allgemeinen das positive Feedback für die Leute, die sich auch wirklich freuen, denen ihnen meine Tipps auch helfen. Das hat mir auch so damals auch ein bisschen die Motivation gegeben, weiter mein Projekt zu machen, einfach aufgrund dieser positiven Resonanz, die ich halt von euch bekomme, die ich auch von den Leuten hier aus meiner Nachbarschaft bekomme. So ein bisschen der Typ, der zwar zur letzten Generation gehört, aber sich nicht auf die Straße klebt, sondern was ganz anderes macht. Nämlich hier gut Obst und Gemüse anbauen, damit wirklich jeder was hat und ich sag mal, ein besserer Beitrag ist, als sich auf die Straße zu kleben. Und auch, ich bin sehr dankbar für meine Eltern, die mich auch durchweg bei diesem Projekt sehr stark unterstützen. Vor allem auch mein Vater, der mich auch manchmal bei den körperlichen Arbeiten auch unterstützt hat, damit ich nicht ganz alleine das machen muss, sondern mir hier ein bisschen Motivationssprüche gegeben hat, die manchmal auch nicht ganz so schön war. Also sowas wie Nichtsnutz ist auch mal gekommen. War halt für mich jetzt nicht so, dass ich da beleidigt war, sondern mehr so ein Ansporn. Und auch meine Mom, die hat hier so die mütterliche Seite übernommen hat, also mein Vater mehr so ein bisschen in Richtung Arsch treten, komm, du wolltest dich dafür entscheiden. Und meine Mom, die mir dann immer so ein bisschen so die Wärme auch gegeben hat, dass ich da auch nicht komplett aufgebe. Also hier die wunderbare Kombination. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das auch durch meine Eltern machen darf, überhaupt das ganze Projekt. Sonst, wenn ihr weiterhin mich unterstützen möchtet, kann ich nur euch empfehlen, hier weitere Videos von mir anzuschauen, werde ich euch hier an der Seite verlinken. Sehr spannend, könnt auch weiter dazulernen, wie ihr auch hier euren eigenen Permakulturgarten anrichtet, damit ihr immer weiter zu einem faulen Gärtner wird. Sonst gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch die ganze Story auch gefallen hat, auch wenn euch das Projekt gefällt. Gerne auch unten in Kommentare schreiben für weiteres Feedback, lese ich sehr gerne. Und sonst den Kanal auch kostenlos abonnieren, dabei noch auf die Glocke drücken.